Denn Staub bist du und zum Staub sollst du zurück. So steht es im Alten Testament. Aber damals hatte man wohl keine Vorstellung, wie diese biblische Aufforderung im 21. Jahrhundert in die Tat umgesetzt wird. Im Krematorium Berlin-Treptow bewältigen Roboter und modernste Technik das tägliche Pensum an Einäscherungen. Die Bestatter bringen am Tag bis zu 30 Särge in das Krematorium. Da besteht Verwechslungsgefahr. Damit später die Urnen und ihre Inhalte nicht durcheinander geraten, hat man im Krematorium vorgesorgt. Ein Stein mit eingravierter Identifizierungsnummer begleitet den Toten bis ins Grab. Zur Sicherheit nimmt das Computersystem die Daten des Toten auf. Der Strichcode schließt Verwechslungen aus. Zum letzten Mal berührt ein Mensch den Sarg. Er scannt die Position ein, denn ab jetzt bewegen sich die Särge computergesteuert auf führerlosen Transportfahrzeugen, kurz FTFs. Die FTFs sind ein wichtiger Bestandteil des Transport- und Lagersystems, denn die erleichtern uns die Arbeit ungemein. Denn die Fahrzeuge sind es, die die Särge vom Annahmebereich in das Sarglager bzw. vom Sarglager in den Ofenraum transportieren. Ab jetzt bewegt sich alles wie von Geisterhand. Auf unsichtbaren Schienen finden die automatischen Fahrzeuge den Weg ins Kühlhaus. Magnetstreifen im Boden sorgen für die nötige Orientierung. Bei konstant 4 Grad lagern die Maschinen die Särge ein. Dabei berechnen sie auch den logistisch günstigsten Platz. Tag und Nacht sind die Roboter im Einsatz. Dabei geht ihnen die Energie nie aus. Sind die Akkus leer, laden sich die Fahrzeuge selbstständig im Stromnetz wieder auf. Feuer verwischt von den Toten alle Spuren. Deshalb untersucht ein Gerichtsmediziner die Leichen noch ein letztes Mal. Er muss sicherstellen, dass die Verstorbenen keinem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. In 20 von 1000 Fällen kommen Zweifel auf, ob der Befund auf dem Totenschein auch mit der wirklichen Todesursache übereinstimmt. Fehldiagnosen oder Vertuschungsversuche ärztlicher Kunstfehler haben unter dem scharfen Blick des Gerichtsmediziners keine Chance. Wir suchen insbesondere nach Drosselspuren oder Würgemerkmalen im Bereich des Halses. Wir suchen nach eventuellen Folgeveränderungen von Stürzen oder Schlageinwirkungen im Bereich der Augen, der Augenhöhlen oder der Kopfschwarte, sodass dann bei dem Verdacht eines Fremdverschuldens für diese Art von Veränderung die Beschlagnahme oder das Anhalten der Leiche in der Konsequenz erfolgen würde. Anhalten der Leiche heißt, die Einäscherung wird bis auf Weiteres verschoben. Die Staatsanwaltschaft übernimmt den Fall. Direkt aus dem Kühlhaus transportiert eine Hebebühne den Sarg eine Etage höher. In einer der drei Kapellen haben die Angehörigen noch eine letzte Gelegenheit, Abschied von dem Toten zu nehmen. Die letzte Reise führt zum Herzstück des Krematoriums, in den Ofenraum, vollautomatisch natürlich. Das Computersystem entscheidet, in welcher Reihenfolge die Särge eingeäschert werden. Nur Seuchenalarm kann das Programm stoppen. Infizierte Leichen haben Vorrang, ein sogenannter VIP-Vorgang. Deutsche Särge sind genormt. Sie müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit sie im Feuer keine Schadstoffe freisetzen. Der Sarg sollte Naturholz sein oder muss Naturholz sein. Wenn er lackiert ist, muss der Lack ohne Lösungsmittel sein, darf nur wasserlöslich. Dann dürfen keine synthetischen Stoffe sein. Das heißt also auch die Auskleidung des Sarges bzw. die Wäsche, die der Tote trägt, all das müssen natürliche Fasern sein und lösungsmittelfrei. Und das passiert im Ofeninneren. Ein Brenner heizt den Ofen auf mindestens 650 Grad vor. Genug Hitze, um den Sarg sofort in Flammen aufgehen zu lassen. Mindestens 55 Minuten dauert diese Einäscherungsphase.
Dann fällt die Asche durch eine Drehklappe in eine zweite Ofenkammer. Hier werden die feuerresistenteren Knochenreste eingeäschert. Bei 950 Grad, exakt 53 Minuten lang. Der Identifizierungsstein bleibt ganz. In der dritten Kammer kühlt die Asche ab, bis sie den Ofen verlassen kann. Alle drei Kammern arbeiten gleichzeitig, ohne dabei die Asche zu vermischen. Der Blick in den Ofen zeigt, wie schnell der Sarg in Flammen aufgeht. Bei der Verbrennung entstehen Giftstoffe, zum Beispiel durch Restbestände von Medikamenten im Gewebe des Toten. Deshalb werden die toxischen Gase in einer separaten Kammer verbrannt. In einer Filterkammer vermischen sich die Abgase mit Chemikalien. Sie entziehen dem Rauch die übrig gebliebenen Gifte und bleiben mit den aufgesogenen Schadstoffen im Filter hängen. Dann entlässt der Schornstein die gereinigte Luft nach draußen. Sie ist jetzt um 260 Grad kälter. Die Wärme geht aber nicht verloren. Bei der Einäscherung frei werdende Energie wird über diesen Wärmetauscher dem Abgas entzogen. Das wird dann genutzt, um das Haus zu heizen bzw. warm Wasser zu erzeugen. Erst der Rest wird an die Umgebungsluft über den Rückkühler abgegeben. So wird also relativ wenig Energie verschwendet. Letzte Station eines langen Weges, der Keller des Krematoriums. Die ausgekühlte Asche fällt durch ein Rohr in eine Metallwanne. Je nach Körpergewicht des Leichnams wiegt sie zwischen 2,5 und 5 Kilogramm. Ein Mitarbeiter entfernt nicht organische Körperteile. Das können zum Beispiel künstliche Hüft- oder Kniegelenke sein. Implantate, wie zum Beispiel diese Hüftgelenke, bestehen aus hochwertigen Materialien und die werden nicht einfach weggeschmissen. Die werden vor dem Mahlen der Asche entnommen und der Wiederverwertung zugeführt. Sind die großen Teile entfernt, geht die Suche mit einem Magneten weiter. An ihm bleiben metallene Restbestände, wie zum Beispiel die Sargnägel, hängen. Alles Metall wird gesammelt und in eine Recyclinganlage gebracht. Dort bekommt es wieder einen neuen Wert. Im Krematorium ist die gereinigte Asche noch recht grob. So würde sie in keine normale Urne passen. Deshalb steht hier ein spezielles Mahlwerk. Es zerkleinert die Knochensplitter zu einem feinen Granulat. Die Mühle bearbeitet die grobe Asche etwa 20 Minuten. Danach fällt sie direkt in eine Urne. Zu der Asche kommt noch eine Sargkarte mit persönlichen Daten des Toten. Und ein alter Bekannter, der Nummernstein. Zum Schluss der Deckel und die Urne ist fertig zum Abtransport. An manchen Tagen kommen bis zu 57 Urnen ins Ablagefach. Täglich stellt ein Fahrer mehrere Paletten mit Urnen zusammen. Er fährt sie auf die umliegenden Friedhöfe. Bei weiter entfernten Zielen kann die Auslieferung auch einfach per Post erfolgen. Und so finden schließlich die sterblichen Überreste ihre ewige Ruhe.